Ich bin der Albert Bertsch vom Heimatkundliche Arbeitskreis Ötheim und auch bin ich auch dabei bei der AfE Glücklein-Gruppe in Degmann, die schon viele Jahrzehnte Tradition hat. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, die sakralen Bildstätten zu restaurieren durch Spenden. Und wir hatten jetzt Ende letzten Jahres das angeregt beim Herrn Bürgermeister, dass die Tafeln, die sehr schlecht waren, dass die restauriert werden sollten. Und er hat sofort zugestimmt und auch der Gemeinderat war positiv dazu. Und sodass die Sache in Angriff genommen werden konnte. Das heißt, die Firma Eckert aus Bad Mergentheim, die früher schon die Tafeln bemalt hat, hat jetzt die Renovierung übernommen oder die Restaurierung. Und wir von der AfE Glücklein-Gruppe haben uns dazu entschlossen, hier schon eine größere Spende zu übernehmen, damit die Sache realisiert werden konnte. Und jetzt, letzte Woche, wurden die Tafeln von der Firma Eckert hierher gebracht und wurden von uns dann angeschraubt. Das heißt, die Tafeln wurden ausgebaut? Wir haben die ausgebaut. Ich habe sie mit meiner Frau zusammen nach Bad Mergentheim gefahren zum Restaurator. Und er hat dann das begutachtet und hatte noch einen alten Mitarbeiter, der bereits in Rente ist, herangezogen, der früher die Tafeln bemalt hat. Und der hat sich auch bereit erklärt, die neue Restaurierung vorzunehmen. Das war also ein Glücksfall sozusagen. Ich möchte dazu noch erwähnen, dass ursprünglich die Kreuzwege vom damaligen Pfarrer Adolf Manns mit Spenden aus der Bevölkerung realisiert worden sind, und zwar im Jahre 1874. Das waren damals einfache Holzkreuze mit Blechtafeln und an jedem Kreuz war eine Kniebank, damit die Leute entsprechend sich im Gebet vertiefen konnten. Und es war ja auch damals die Möglichkeit, beziehungsweise es wurde gesagt, dass damit auch Ablässe gewonnen werden können. Vertiefend wird das alles im Buch beschrieben.